Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Satisfactory. Es geht weiter, meine Freunde, es geht weiter. Die Sucht hat mich gepackt, richtig hart. Wir bauen die Fabrik weiter. Ich habe jetzt meine erste kleine Fabrikationsstrecke, in der ich Platten und Stangen herstelle. Jetzt kommen demnächst Schrauben noch dazu und dann irgendwann die verstärkten Stahlplatten. Viel Spaß beim Zuschauen und let's go. Wie viel... Na, wie heißt der Scheiß? Warum sind hier gelbe Blumen? Ich brauche noch Beton. Und seit ich das Game neu gestartet habe, seit wir aus dem Tutorial raus sind sozusagen, habe ich jetzt diese Pakete hier überall. Diese Geschenke. Weiß noch nicht, was man damit macht. Was macht man damit? Erstmal muss die Foundation muss größer. Viel, viel größer. Viel, viel größer. Und keine Platten mehr. Ja, das ist ja kein Problem. Platten haben wir ja noch da. Natürlich jetzt erstmal alles hässlich hoch 10, aber das wird alles noch. Sag euch das, das wird noch. Hier machen wir mal einen kleinen Eingang rein. Dann machen wir das schön so. Dann können wir nämlich hier die Container abfangen, die wir, wo wir jetzt was rein herstellen. Platten und die Stangen. Und ich brauche mehr Beton. Das heißt für mich, müsste eigentlich diese Strecke da drüben nochmal bauen. Machen wir den mal so. Wieder parallel aber ist eigentlich auch egal. Parallel zur Foundation, würde ich sagen. Ich brauche verstärkte Eisenplatten. Zwei Stück. Dann schließen wir den Bums mal an. Und dann kann er schon mal herstellen. Bitte tun Sie Dinge. Und oben überlege ich mir jetzt mal, wo ich den Lagerraum für den Beton hinmache. So. Eigentlich können wir da auch gleich. Wir können da auch gleich das nächste hochholen. So, das wird jetzt alles hier ein bisschen. Ihr wisst das, ihr kennt das, ihr schaut bestimmt öfter Satisfactory. Das ist ja alles noch ein bisschen hässlich. Aber wir sind gerade mal am Anfang, ne? So. Jetzt lagern wir mal. Achso, wir müssen Beton einlagern, stimmt. Achso, vorher wollen wir erstmal Platten, damit wir. Damit wir Bänder platzieren können. Das ist ein alter Trick von mir, damit ich sehe, was in den Containern drin ist. Ja, das wird hier unten ein bisschen chaotisch, ne? Aber jetzt kriegen wir schon alles noch schön hin. Aber nicht. So. Ich lagere jetzt Stangen ein, Platten, ein bisschen Beton, ein bisschen Kupferdraht. Und ja, ich bin halt noch ganz am Anfang. Ich muss jetzt noch ein bisschen gucken, wie sieht's mit den. Wie sieht's mit den dem Strom aus? Das sieht aber noch gut aus, ne? Das sieht noch gut aus. Ich brauche noch keine neue
kein neues Wärmekraftwerk hier, kein neues keinen neuen Biomassegenerator. So. Also ich habe mich schon mal mega gefreut, dass ich gleich am Anfang einen Weihnachtskalender hatte und irgendwie so 25 Dingsfragment hier diese Energiezylinder bekommen habe. Das war mega geil. Kann ich zwar noch nicht einsetzen, aber ich habe sie bekommen. Muss aber relativ schnell, das weiß ich noch, dass das Rezept richtig wichtig ist, relativ schnell das Rezept finden, wo ich im Prinzip direkt aus Eisenbarren Schrauben herstellen kann. Das ist ziemlich wichtig, damit wir diesen Zwischenschritt, diese Ressourcenverschwendung, Stangen nicht noch dazwischen herstellen müssen. Oh, dauert das lange. Ich glaube, ich habe irgendwann habe ich nicht mal angefangen, da eine Produktion rauszubauen? Ja. Wenn mir das hart auf den Sack ging, können wir jetzt auch wieder machen. Brauchen wir nur Kabel und machen wir jetzt, komm. Eins, zwei. So, wir brauchen Kabel. So. Container. Hey, warum hat er eine Mini-Linie angezeigt, wenn er dann doch keine Linie machen kann? Doch, da. Okay. Ach, ihr wisst doch, was ich meine. Mir fehlen manchmal die Worte. Biotreibstoff, genau. Wie sieht's mit dem Strom aus? Top, klappt noch. Sehr gut. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir als nächstes machen. Eigentlich das hier, ne? Oder das. Das Feldforschung wird auch ziemlich leicht zu realisieren sein. Seit wann macht er eigentlich 200er Stacks Platten? Das ist auch neu. Milestone reached. The molecular analysis machine referred to. 5 verstärkte Platten. Gar kein Problem. Festtagsereignis. Ah ja, da können wir das. Ah, okay. Verstehe. Das Problem an einer neuen Region ist auch, dass ich nicht weiß, wo hier abgestürzte Raumschiffe überliegen. Das heißt, ich muss hier wirklich erkunden gehen. Jetzt könnten wir theoretisch da mal hochgehen. Da ein paar Bäume absägen. Geil. Breaking news from Earth. Widespread chaos and mayhem. World President urges all citizens to do their part. Oh, 2! Nein. Das wird nix. Das wird nix. Einen habe ich schon down. Das wird doch noch was. Okay, easy peasy. Von wegen, das wird nix. Standardvertikale Zoom. Ah. Okay. Ja, das werde ich jetzt machen. Müsste der, genau, der müsste jetzt volllaufen. Und den beiden Schmelzern. Die wissen, was sie tun sollen. Ja. Haben aber hier hinten noch keinen. Okay. Hier produziert 30. Das sind 60. So viel fest das Band. Okay, so. Jetzt bräuchten wir hier eigentlich wieder
Die Kurve können wir rausnehmen. Weil wir jetzt hier wieder einen Splitter brauchen. Jetzt wird's verrückt. Jetzt wird's richtig verrückt. So, der teilt es jetzt. So. Und keine verstärkten Platten. Die brauchen wir jetzt unbedingt. Wir haben gar keine Platten. Lol. So rum. Das Problem ist jetzt, dass meine Bänder einfach nicht ausreichen dafür. Irgendwo. Darum überlappen sich, es kann zu Überschneidungen kommen. Aber ich darf den trotzdem hier hinstellen. Easy peasy, dann stellen wir den da hin. So. Und der produziert hier erstmal rein. Komm ich da nicht mehr hoch. Was dumm bin. So. Und hier machen wir jetzt so ein Teil hin. In die Richtung. Und hier machen wir jetzt einen Teil hin. In die Richtung. Jetzt wird's interessant, meine Freunde. Okay, wo geht's? Wo geht's? Jetzt müssten wir theoretisch Kannst du hier auch nochmal bauen. Fusionateur. Ja. Ist das russisch? Das ist mega russisch. Oder waren zu steil? Müssen wir. So. Und dann so. Oh, Digga. Fertig. Okay. Jetzt haben wir 30 zur Verwendung und 30 zur Produktion. Indem ich hier einfach nochmal einen Fusionator drauf. Warte, ich muss ein bisschen, ich mache das jetzt hier ein bisschen russisch. Haben jetzt bestimmt einige von euch schon gemerkt. Was tut er da? Er tut böse Dinge, die man eigentlich gar nicht tun dürfte in diesem Spiel. Aber ich tue es trotzdem, weil ich halt am Anfang bin und noch nicht die richtigen Bänder habe dafür. Und deshalb muss ich hier so ein bisschen russisch das Ganze zusammenfriemeln. Wichtig ist nur, dass am Ende der Output stimmt. Wichtig ist, dass der Output stimmt. Das Produkt muss stimmen. Ist hier wie bei Burger King, ne? Der Burger schmeckt, aber ihr wollt nicht wissen, wie er gemacht wird. Ihr wollt einfach nicht die Küche sehen. Guckt sie euch an. Das ist meine Küche. Warum springt er denn da immer runter? Bring doch da mal drauf. Na gut. So. Wir müssen jetzt hier einen Splitter hin. Bummern. Dann machen wir hier mal einen befördernden Lift. Okay, so. Schön neues Plateau. Jetzt müssen wir gucken. Ich glaube, das hier müssen wir rausnehmen. Ja.
das auf jeden Fall und das daneben auch. So, hier kommen dann die Stangen hoch. Und hier kommen dann die Platten hoch. Wir stellen jetzt Schrauben her, 40 pro Minute, 40, 40. Bei 30 sind 120. Hier auch 120. Ja, das wird hier oben sowieso in Stocken kommen. Und dann haben wir hier die zwei Ausgänge für unsere Wasserproduktion. Also brauchen wir vier. Ja, okay. Haben wir nicht irgendwo hier noch so ein Teil? Nee. Haben wir nicht, ne? Eine Werkbank. Wir brauchen nämlich Rotoren. Dafür brauchen wir Schrauben und Dingsbums, ne? Immer unten. Schrauben und Stangen für Rotoren. Machen wir über 8. 8, da müssten wir genau dann zwei von diesen krassen Konstrukteuren da bauen können. Habe ich neu hingemacht. Toll. Weil ich nicht aufgepasst habe. Idiot. Ja, warte mal. Fabrikator, genau. Und wir 8 verstärkte Platten. Okay, okay, okay. So, schickes Feuerwerk, okay. Verstärkte Platten. Eisenplatten 30. Die produzieren wir auch gerade. Also wir können einmal verstärkte Platten herstellen. Schrauben 60. Ja, doch, das müsste noch reichen. So, jetzt müssen wir mal Schrauben auf die Schrauben warten und dann geht's los. Dann geht's los. Dann müsste ich mir demnächst mal Gedanken machen über ein Lager. So, also wir stellen jetzt 5 verstärkte Platten pro Minute her. Exakt 5. Bauwerkzeug Upgrade. Customizer. Dieses Software-Upgrade für das Bauwerkzeug fügt dem Baumenü eine neue Kartei zu. Den Customizer. Von hier haben Pioniere Zugriff auf die Farbfelder sowie Materialien und Muster, die im Awesome Shop gekauft werden. Ach so. Das ist das neue Painting-Werkzeug. Verstehe. So, das war's auch schon wieder. Wir werden in der nächsten Folge dann die Betonminer ausbauen mit den Energiefragmenten. Ich hoffe, ich kann jetzt übertakten, aber eigentlich habe ich es erforscht und das werden wir sehen, aber ich denke schon. Ich werde mir auf jeden Fall den Weltraumlift herstellen in der nächsten Folge und ich werde mal Richtung vernünftiges Lager schielen. Das kriegen wir alles hin. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, diese Folge anzuschauen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, lasst ein Abo da, auch ein Follow auf Twitch, der Link ist in der Videobeschreibung. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim nächsten Mal. Ciao!